Wesen schützen. Mhm. Alles klar, ich Sieht aus, dir. Als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weidler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wunderbar. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Alles klar. Doch treffen wir uns im Steinkreis. Super Sache. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Super. Das ist prickelnd. Ich möchte aber trotzdem die Questreihe um Kira Metz fortsetzen. Und mich hier jetzt nicht. Scheiterhaufen, bla bla, wildes Herz. Gwyn, Verteidiger des Glaubens. Ein Gefallen unter Freunden. Wenn der Teufel verhindert ist, schickt er eine Frau. Und wenn eine Zauberin verhindert ist, schickt sie einen Hexer, der ihre Besorgung übernimmt. Das war jedenfalls die Idee von Kira Metz. Sie befand sich in einer gewissen Zwangslage und bat Geralt um einen weiteren Gefallen. Diesmal musste er einen Kaufmannswagen aufspüren, mit dem einige magische Zutaten zu ihr unterwegs waren. Der Wagen war bisher ausgeblieben, daher befürchtete sie das Schlimmste. Check. Robin, guten Morgen. Na? Alles klar. Trotzdem schön, dass du einschaltest. Aber ich glaube, selbst wenn du dir das Spiel mit anguckst, deine Entscheidungen in dem Spiel sind so signifikant, dass du ein ganz anderes Spielerlebnis haben wirst als ich. Weil ich jetzt schon öfter gehört habe, trotzdem jemand das Spiel schon durch hat, er sich komplett anders entschieden hat als ich. Host incoming. Hey Vadir, danke für deinen Host. Ertrunken. Oh, nö. Und meine Lieblinge. Scheiße. So, wo ist denn das Wasservibe? Da ist das Wasservibe. Und guten Morgen natürlich an den lieben Nils. Hey Wulschi, guten Morgen! Nee! Stirb, du Elendes! This is Sparta! So, jetzt müssen wir uns hier trotzdem nochmal... Wieso ist er denn noch? Ist manchmal ein bisschen buggy, ne? So. Große, genau. Schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. So, da haben wir jetzt auch ein bisschen was. Ja, und wie gesagt, also wenn das dann nachher durch ist, überlege ich auch, die DLCs zu holen, aber das steht noch nicht fest. Erstmal gucken, wie lange wir hier bei sind und ob, ne, was dann ansteht. Aber erstmal The Witcher 3 jetzt, das wird noch ein bisschen gehen, ne? So, jetzt muss ich mich hier erstmal umgucken und den Wagen für die liebe Kira Metz finden. Ach so, vielleicht sollte ich einfach den Wagenspuren folgen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Okay, da ist er vom Weg abgekommen. Da lag rechts was. Aber nichts von Bedeutung. Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Ein trockener Roter von Zumbara, zerlegtes Fleisch, Brombeer und Zitrusnoten. Ich möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Kaira das wohl erklären wird? So, da ist mein Hüssi. Und vielleicht hast du ja mal wieder irgendwann einen. Komm jetzt. Ist das ein Monster oder? Ja, das sind
Wie heißen die noch? Dryaden? Die lassen wir erstmal eben. Weiter so, Plätze. Weil ich dafür, glaube ich, noch nicht genug gelevelt bin, als dass ich die einfach so aus dem Weg räumen kann. Hi, Avid Galaxy. You like the German more? It's funny. German people say they like the English voice more than the German. I like the German as I don't know the English voice yet. Haven't played it in English before. But hello. So, jetzt werden wir uns mal eben zu Kira begeben, ihr das Paket geben und dann mal eben schauen, was hier so passieren wird. Hat die gerade an ihren Möpsen gespielt? Wir werden es erfahren. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Mhm. Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Okay. Alles klar. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Ich will's wissen. Dann husch. Raus. Okay. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzt. Aha. Also los. Raus mit dir. Das wird ein bisschen frivol hier, wa? Und wann darf ich wiederkommen? Du warst geduldig. Danke. Moin, Aminofuis. Ich bin fast fertig. Hm. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Was hat sie denn vor? Ach was. Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in 2/3 der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Ah, okay. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig, woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, geil. Zurück er zu macht dem erstmal Märchen. Die Stimme kaputt. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Aha, daher Was wird er winnen. Zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen. Attacke! Klingt verlockend. So verlockend, dass ich wohl nicht ablehnen kann. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Was denn? Zieh dir was Vernünftiges an. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passendes. Das kannst du gerne tun. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Warum nicht? No, Avid Galaxy, I'm only streaming and doing YouTube at the moment. Dann gut festhalten. Vella Glan. Vella Glan. Vella Flex. Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Oh nein. Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Sag mal, jetzt meckern wir nicht so viel rum. Dann nichts wie los. Willst du jetzt einen schönen Abend oder nicht? Meine Fresse. Der Letzte macht den Abwasch. Also Ansprüche stellen hier. Unglaublich. Los, los. Haha, erster.
Da bin ich ja mal gespannt. Und ich glaube, ihr auch. Ja! Hey, Cinderella. Nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst. Fang mich doch. Na, spielen wir jetzt hier gerade Hasch mich oder was? Hasch mich, ich bin der Salat. Schneller. Haha. Ha. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Will ich jetzt ein Rennen reiten oder was? Habe ich was verpasst? Ist das jetzt doch um eine Wette oder was? Nix da. Erster. Gratulation! Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Das stimmt. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Das war den Aufwand wert. Wir loben sie erstmal. Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kakaon, ne? Mit Schalotten. Wer beischlafen will, muss nett sein. Das war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen es mit Pfützenwasser runter? Natürlich. Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Hallöchen, Ella. Weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Das ist schön. Na schön. Ich bin neugierig. Feiern wir etwas? Ja, eine Rückkehr zu den Lebenden. Aha. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Ah, wir sind mal ganz plump. Also gut, kommen wir zur Sache. Wovon redest du? Sex. Deswegen sind wir doch hier, oder? Von Wein magst du was verstehen. Aber ansonsten bist du nicht sehr kultiviert. Okay, sorry. Mm, das ist sehr gut. Wildschweine sind besser im Bett. Jetzt mach die Augen zu und zähl bis 10. 1, 2, 3, 4. Also gut, das reicht. Na toll. Weg ist sie. She wants the D. Willst du verstecken? Honeyball. Warum nicht? Okay, ah, jetzt müssen wir dem. Wir müssen dem Duft nach. Das sind ihre Pheromone, die sie ausgestoßen hat. Voller Inbrunst. Bilder dazu könnt ihr euch jetzt in eurem Kopf malen. Okay. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Wo ist denn das gute Stück? Die gute Frau. Na, hallo. Du hast mich gefunden. Gratulation. Bekomme ich einen Preis? Ich habe nichts dabei. Aber ich denke mir was aus. Ah. Das geht ja gut los heute. Wieso ist die schon wieder angezogen? Weißt du, wie das Sternbild in Serikanien heißt? Nein. Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein. Es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Ikvane Navr. Du alte Hexe. Ist ja nicht mal gelogen. Lippe. Wenigstens hat sie mich angezogen. Wo... Scheiße.